Geehrte Zuschauer, willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Wir führen unsere Serie Phänomen Anastasia mit Teil 1 von Band 4 Schöpfung fort. Wie viele kluge Köpfe haben über die Schöpfung schon gesprochen und philosophiert? Umso beeindruckender ist, was uns Anastasia darüber Außergewöhnliches und Schlüssiges zu erzählen hat. Da dieser Band so viele Informationen enthält, haben Herr Kirsch und ich die Impulse dieses Bandes auf insgesamt 4 Sendungen aufgeteilt. Ich wünsche Ihnen nun aufschlussreiche Minuten. Phänomen Anastasia, Band 4, Teil 1 mit dem schönen Namen Schöpfung. Bei mir im Studio Herr Konstantin Kirsch. Guten Tag, Herr Jungwirth. Herr Konstantin Kirsch, Schöpfung ist ja ein einfaches Thema. Die Schöpfung ist nach wie vor vollkommen. Was kann man dazu sagen? Ja, ein besonderes Buch zum Thema Schöpfung, auch Schöpfungsgeschichte. Ja, es fängt direkt damit an, ein Gespräch Anastasia und Herr Maigret. Und es ist für den Herrn Maigret eher unvorstellbar, dass die Schöpfung vollkommen sein soll, weil er Leid, Zerstörung, Kriege erlebt. Und sie behauptet, sie ist vollkommen. Und dann hat sie gesagt, höre gut zu, schreibe gegebenenfalls mit, jetzt erzähle ich dir mal die Schöpfungsgeschichte. Und der Auftakt beginnt dann damit, dass sie erzählt, in der lebenden Schöpfung, beispielsweise eine Zeder oder auch in unserem biologischen Bereich eine Eiche, wenn da Samen fallen, wächst wiederum der entsprechende gleiche Baum. Und 100 Jahre später nochmal, das geht im Prinzip immer so weiter. Oder auch wenn wir die Zeitspanne zurückschauen, ein Baum, der jetzt steht, ist mal aus einem Samenkorn gekommen von einem Baum und im Prinzip bleibt die Information gleich. In anderen Worten gesagt, erklärt die Anastasia, in jedem Menschen steckt die Information des Ursprungs der Schöpfung drin, unverfälscht, aber vielleicht können wir uns nicht daran erinnern. Und wie geht es dann weiter? Wie war der Beginn der Schöpfung? Ja, es ist ein Bereich, wo ich sage, ich fühle mich da ähnlich wie der Herr Maigret, der vieles nicht unbedingt versteht und sagt, es ist für mich schwierig zu glauben. Er gibt es so gut wieder, wie er kann. Und so geht es mir auch bei diesem Kapitel. Sie beschreibt, dass zu Beginn ganz viele Energiewesen da waren, im großen Vakuum. Und plötzlich hätte eines dieser Energiewesen die anderen beleuchtet und dann auch einen Wunsch geäußert. Ich sehe nämlich danach, wie heißt die Formulierung nochmal genau, nach dem gemeinsamen Schaffen und Freude beim Betrachten des gemeinsam Geschaffenen. Und das ist für mich auch zum Beispiel interessant, weil dieses Wesen dann später sich sagt, ich heiße Gott. Und das heißt aber, es gibt andere Energiewesen. Und dann gibt es wiederum in diesem Kapitel aber auch Beschreibung, dass alle die Energiewesen zusammenkommen. Und es ist für mich dann so interessant. Einerseits heißt es mal, Gott sieht sich getrennt von anderen Wesen. Und dann wiederum heißt es, es ist alles. Und dann geht es weiter, dass ein weiteres Energiewesen dieses Wesen, was sich Gott nennt, berührt. Und dieses nennt sich, ich bin die Liebe. Später wiederum heißt es, Gott ist die Liebe. Mhm. Also es ist insgesamt ein für mich sehr tiefgehendes Kapitel, wo ich sage, da habe ich jetzt schon seit Jahren dran gelesen und ich gehe davon aus, noch viele Jahre kann ich dran lesen und werde immer wieder Inspiration bekommen und denke, da werde ich auch nicht müde, es zu durchdringen, Stück für Stück. Ist das jetzt für Sie eine komplett neue Erfahrung, die Schöpfungsgeschichte so zu hören? Also es weicht stark ab von anderen Schöpfungsgeschichten, die mir mal beigebracht wurden. Und gleichzeitig sind auch diverse Aspekte, die ich beim Wandern durch den Wald, durch die Natur spüre, das stimmt, klar. Also aus einem Baum, aus einer Eiche wächst wieder eine Eiche. Das sind diverse Sachen, wo ich bestätigen kann. Und dann gibt es aber auch Teile, wo ich dann weiß, ich lese es einfach mal und werde beobachten, wie es auf mich wirkt. Es geht dann weiter, dein erstes Erscheinen. Ja, dein heißt in dem Fall Adam, die Geschichte erst Adam, dann später Eva, wie dann die Energien sich verdichten und der erste Mensch erscheint, der dann die Schöpfung, die Natur betrachtet, spazieren geht, quasi von Luft und Blütenpollen sich ernährt und dann aber noch nicht von der Liebe durchdrängt ist. Das kommt erst dann später, dass diese Energie der Liebe direkt auf die Erde noch zukommt. Es steht im Buch geschrieben, dass er 118 Jahre lebt, bis er dann eines Morgens plötzlich gelangweilt ist.
Und dann ist so die nächste Schöpfungsetappe, dass dann die Eva auftaucht, die ja erst betrachtet relativ neutral, so wie diverse andere Lebewesen. Aha, da ist wieder jemand, sieht mir halt recht ähnlich. Als dann aber diese Energiewelle der Liebe kommt, dann spürt er tiefere Gefühle. Es geht dann weiter, der erste Tag. Ist das jetzt mit Adam und Eva? Wie lernen die sich kennen? Genau, ja, das ist dann mehr so auf dem Begegnen, Inspirieren. Er zeigt ihr überhaupt die Schöpfung, zeigt ihr die Tiere. Und dann ein Löwe ist zum Beispiel ganz zahm, weil die Menschen, erst waren es ja in dem Fall nur zwei, so eine starke Lichtausstrahlung hatten, dass die Tiere, auch wenn es Raubtiere sind, sehr berührt waren und von daher auch zahm. Und ja, sie gehen dann einfach durch Bachlandschaften, Bäume, alles Mögliche. Und die Luft ist die Nahrung. Das ist dann einfach faszinierend. Da würde ich nochmal ein bisschen einhaken, weil Sie vorher gesagt haben von Pollen. Wie kann man sich das Paradies so vorstellen? Ist da was beschrieben? Wo kommen die Pollen her? Sind also so viele Blüten und Gewächse da? Es hat Blüten. Bäume, Sträucher, Gräser, kleine Blumen am Boden. Und die Luft ist quasi durchtränkt mit Energie, mit Blütenpollen. Und das reicht denen wohl. So ist es beschrieben. Ist also heute genau das Gegenteil, wo wir ja keine reine Luft mehr haben und kein reines Wasser mehr haben, dass wir daraus diese Energie nicht mehr ziehen können? Also ich kenne es aus persönlicher Situation schon so, dass wenn ich glücklicher bin, muss ich weniger essen. Aber ich habe es noch nicht so weit hingekriegt, dass ich nichts mehr essen muss. Da sind wir gleich beim nächsten Kapitel im Zeichen der Liebe. Ja, das ist dann der Punkt, wo diese Energie der Liebe kommt und der Adam sagt, er drückt aus, was er fühlt und ruft plötzlich aus, ich liebe. So ein ganz tiefes Gefühl. Und dann ist eine sehr schöne Formulierung auch beschrieben, wie die zwei sich näher kommen. Und zwar, dass die Gedanken sich umarmen. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Und dann auf der körperlichen Ebene das Entsprechende sich begegnet, was aber eigentlich was Gedankliches, Geistig, Spirituelles an erster Linie ist. Und die Zeit vergeht und dann gebärt Eva ein Kind und dann wird es dann ganz spannend, es ist also von den beiden eine Schöpfung entstanden und Adam will dann Gott begeistert, juhu, hier, schau mal was, meine Frau hat einen Traum wahr gemacht und Gott ganz leise und Adam verzweifelt, Vater, wo bist du? Und dann, du wächst den Kleinen noch auf, das ist eine völlig süße Geschichte, ja. Wobei es dann schon so in die Richtung geht, dass Gott da noch eine Art offenen Dialog mit Adam hat, aber sich dann nach einem längeren Gespräch auch zurückzieht. Nach der Methode, ich spreche mit dir über die Schöpfung. Der Wind, die Blätter, die sich im Wind bewegen, Geräusche abgeben, Wasser macht Geräusche, die Tiere, das ist eine andere Sprache. Und das ist nicht das direkte Gespräch. Das ist eine große Änderung, die dann da eintritt. Es geht weiter im Buch. Der Apfel, der nicht satt macht. Was ja, kann man da drunter das verstehen? Ist eine Anspielung auf die Geschichten, die wir hierzulande so gelernt haben mit dem Thema Vertreibung aus dem Paradies. Von wegen eine verbotene Frucht. Und Anastasia klärt ihre Sicht oder klärt auf in ihrer Weise, also sie sagt, Gott hat uns nicht aus dem Paradies vertrieben. Und sie sagt, es gab Astralwesen, die vielleicht neidisch waren. Von wegen, sie wollen jetzt mal die Menschen verführen und den Stolz nähren, den Eigendünkel. Und das ist für mich ein bisschen eine Herausforderung, zu sagen, da gibt es dann quasi Astralwesen, die nicht Gott sind, wenn aber doch Gott der Urschöpfer von allem war. Wer ist es dann, was nicht Gott ist? Also das ist für mich eine philosophische Frage, wo ich jetzt auch kein Fachmann bin. Sondern ich gebe es jetzt einfach mal wieder, wie ich es in dem Buch gefunden habe und ich lese es gerne immer wieder und denke darüber nach. Und da ist es dann auch so, dass Gott sagt, wir sollten nicht analysieren, wo denn die Kraft herkommt, die uns erschaffen hat. Und diese Astralwesen, die die Menschen immer verführen wollen, du musst herauskriegen, wie denn... Du musst forschen, du musst zerlegen. Zerlegen, umbringen, töten und wie funktioniert es denn? Und Gott sagt, lass gut sein und erschaffe was damit.
das ist sozusagen die Meidung der destruktiven Kraft, ja. Ja, das ist dann auch ein ganz spezieller Punkt, weil es ist ja zumindest traditionell so gewesen, dass viele Männer Kriege geführt haben, mit ihrer männlichen Kraft einfach auch viel zerstört haben. Und sie macht da eine ziemlich kurze Empfehlung und sagt, wenn die Frauen keinen Mann in körperliche Liebe mehr an sich ranlassen, wenn dieser Mann sich der destruktiven Kraft zugewendet hat, dann würden die Kriege und die Zerstörung schnell aufhören. Mhm. Klingt logisch, ja. Und dann sagt er, du kannst doch nicht aber glauben, dass alle Frauen das machen. Und dann sagt sie, warum soll ich nicht glauben, dass alle Frauen das machen? Sie ist überzeugt, dass die Frauen für das Gute einstehen. Mhm. Es geht dann weiter mit 3 Gebeten. Ja, das ist dann auch die Frage. Wladimir fragt Anastasia, betest du denn auch zu Gott? Und sie fragt zurück, was ist denn für dich ein Gebet? Dann entspannt sich so ein Gespräch. Ja, und dann ist der Punkt, wo der Wladimir das Vaterunser erzählt. Das kann er auswendig. Und Anastasia ist sehr traurig, betrübt, weil sie dann ihm die Reaktion gibt, ich spüre nicht, dass du fühlst, was du sagst. Du hast es einfach nur wiedergegeben. So hergeboren. Wie auswendig gelernt, ja. Und dann machst du so einen schönen Vergleich, wenn zum Beispiel, also wenn wir als Kinder Gottes nur daher plappern, sagt sie, deine Tochter Paulina, wenn die jetzt einfach sich an dich wendet und einfach nur was herplappert und gar nicht weiß, was sie sagt, dann wirst du auch als Vater auch dich komisch fühlen. Und dann fragt er zurück, ja, wie betest du denn zu Gott? Und dann sagt sie, ja, das ist eigentlich Gott vorbehalten, aber ich kann mal zu Gott beten und ich rede so laut, dass du es auch hörst. Und das also spontan sozusagen, sie hat das nicht auswendig. Dass sie genau, ja. Und das ist so im Vater Unser, da sind so Formulierungen drin wie, gib uns unser täglich Brot. Das ist so eine Art Bitte. Und in ihrem Gebet ist es so eine reine Dankbarkeit, so eine Art, ich habe so viel bekommen, das ist so wunderbar. Und sie erklärt dann auch diese Unterschiede, wenn wir uns quasi schwach machen und sagen, wir brauchen etwas, ich bin bedürftig, ist es ein anderes Weltbild, als wenn wir sagen, danke. Mhm. Und wenn es passend ist, könnte ich davon auch einen Teil gerne vorlesen. Es ist etwas länger, ich habe es etwas abgekürzt. Okay. O mein Vater, der du allgegenwärtig bist, ich danke dir für das Licht des Lebens. Ich danke dir für die Gegenwart deines Reiches und für deinen liebenden Willen, das Gute geschehe. Ich danke dir für die tägliche Nahrung und so weiter. Immer danke, danke, ist wunderschön, der Text. Ist also komplett eine andere Richtung, wie wir beten, wie Sie schon sagen, dass wir uns eben klein machen in dem Moment, wo ich bitte. Das heißt ja, ich kann also selber das gar nicht erfüllen. Wobei das Vaterunser auch in vielen Fällen schon auch gute Wirkung gezeigt hat, das ist nicht die Frage. Aber das ist einfach ein Stil, wo ich sage, berührt mich auch sehr tief. Herr Konstantin Kirsch, ich bedanke mich. Machen wir das für den Teil 1. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich wieder in Teil 2. Liebe Zuschauer, das war der erste Teil zu Band 4, Schöpfung. Es folgt in Kürze Teil 2. Bis bald und auf Wiedersehen.